Die erste Quizfrage ist sofort geklärt. Wer hat ja Angst vor wem? Die Zootiere des Bergzoos Halle sind Besucher mit Hunden gewöhnt. Aber die meisten Hunde haben noch nie eine Schneeeule zu Gesicht bekommen. Da knurrt so mancher Hund vorsichtshalber. Allein der Zoobesuch mit Vierbeinern ist eine Herausforderung. Der Mensch muss tatsächlich verstehen, dass der Hund in verschiedenen Situationen einfach weniger gut ansprechbar ist. Und sowas kann trainiert werden, dass ein einfaches Sitz, was zu Hause im Wohnzimmer gut funktioniert, nicht unbedingt hier auch mitten im Zoo funktionieren muss. Entspannt sieht jedenfalls anders aus. Viele Hundebesitzer werden bei ihrem ersten gemeinsamen Besuch regelrecht durch den Zoo gezerrt. Na, wir wissen ja, dass er eigentlich ganz lieb ist. So. Wir haben es ja in der Hundeschule ausprobiert. Er spielt auch mit anderen Hunden. Er ist halt nur an der Leine schlimm, weil er da nicht weg kann, weil er Angst hat. Die Hunde sollen beim Quizrundgang mit Hundetrainer Thomas Winkler lernen, im fremden Revier zu parieren. Doch das ist bei den tierisch vielen Eindrücken im Zoo nicht so einfach. Ein Leckerchen auf Kommando aufzuheben, ignoriert Hund Bam Bam völlig. Paula stürmt dagegen gleich ohne Kommando los. Abwechselnd werden solche Trainingsübungen mit Wissensfragen um die Zootiere kombiniert. Der Hundetrainer hat sich mit einer Zoomitarbeiterin gemeinsam die Quizfragen ausgedacht. Schätzen, wie schnell ein Pinguin ist unter Wasser? 60 km/h. 60 km/h. Sag mal, Caro, was ist es denn? Also auf der Flucht natürlich wesentlich schneller, aber ja, so 10 bis 20. Mehr ist es gar nicht, ne? Ich dachte, du haust jetzt hier voll mal raus. Ja, hab ich auch gedacht. Ja, da können wir als Hundebesitzer ja mehr bieten, ne? Wenn sich Hunde beeilen, können manche Geschwindigkeiten von 70 km/h erreichen, allerdings an Land. Das Hundequiz im Zoo ist ein amüsantes Ratespiel. Was denkt ihr denn, wie oft ein Hund so in einer Minute atmet? Also je nachdem wieder, was es für ein Hund ist, ne, ob es ein Bluthund ist oder ein Dackel oder eben ein Mops. Aber bis zu 360 Mal kann ein Hund wirklich in der Minute ein- und ausatmen. Übung macht auch hier den Meister. Prima. Am Ende der Stunde herrscht Zufriedenheit bei Herrchen und Frauchen. Also ich denke, uns hat es ganz viel gebracht, erstmal mit vielen Hunden zusammen zu sein, mit vielen unterschiedlichen Hunden. Ja, dass man nebenbei nicht nur was über seinen Hund, sondern halt auch noch über die Tiere erfährt. Bam Bam ist am Ende seiner ersten Zoostunde jedenfalls geschafft. Nächster Hundequiz-Termin ist am 29. Juli, dann als Nachtwanderung.